Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Fountain of Youth. Ich habe gerade etwas gekocht und ich habe mir das alte Schnitzel reingezogen, was hier noch in der Kiste war. Und dabei mir eine Vergiftung zugezogen. Das heißt, ich musste zum ersten Mal mit Kamille mir einen Kamilletee kochen. Und jetzt geht's mir wieder gut. Da oben rechts, oben links seht ihr, was ist los? Da oben links seht ihr dieses Magensymbol, der langsam wieder heilt. Ich habe noch einen Sonnenbrand, sehe ich. Den sollte ich mir vielleicht auch behandeln. Habe ich mir da nichts gecraftet? War das hier der Tabak, oder? Ja. So, Sonnenbrand ist weg. Was habe ich mir noch gecraftet an dem Morgen? Ihr seht, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen von dem neuen Tag. Ich habe mir einen Blattumhang, ein paar Beine und ein paar Schuhe gemacht. Damit ich nicht ständig, wenn ich bei der Sonne draußen rumrenne, hier Sonnenbrand bekomme. Jo, das haben wir erledigt. Jetzt haben wir doch beim letzten Mal, haben wir diese Ruinen bei dieser Obsidianmine besucht. Und jetzt bin ich gerade irritiert, dass... Wo ist denn die Quest hin? Das hier war das doch. Wo ist denn die Quest hin? Die haben wir erledigt. Okay. Aktiv. Hier können wir noch hin und her schalten. Abgeschlossen. Würstchen, das waren die ganzen Dinger. Ach hier, guck mal. Suche den Bogen im Dschungel auf, suche den Bogen im Fuß des Berges auf, suche den Bogen in der Savanne auf. Aber wir haben doch nur eins gemacht. Wie haben wir die anderen alle bedingst, besucht? Wahrscheinlich haben wir die besucht. Okay, ist auf jeden Fall abgeschlossen. Naja, dann schauen wir mal, wie mein Sonnenschutz hilft. Ne? Gut, ich habe jetzt auch noch Sonnencreme drauf, von daher läuft das ja auch noch besser. Im Wasserbehälter ist kein Wasser, es hat nämlich nicht geregnet. Mein Leder. Oh, mein Leder ist fertig. Das ist gut. Da können wir direkt das nächste Leder aufhängen. So. Wir haben das Rezept für das große Boot jetzt freigeschaltet, oder? Aha, jetzt wird's interessant. Okay, wir brauchen zwei getrocknete Leder. Eins habe ich einstecken, eins trocknet gerade. 15 Rinde, 3 Seile. Ich würde sagen, wir machen folgendes. Wir setzen uns unten eine kleine Kiste hin. Oder machen so einen kleinen Haufen. Und packen schon mal den ganzen Kram zusammen, den wir für so ein Boot, für so ein Kanu brauchen. Wir brauchen 2 Bretter. Ich habe doch... Ein Brett haben wir noch, den anderen... Hä? Wo habe ich den einen Baumstamm hin oder habe ich den zu irgendwas verarbeitet? Den habe ich ja wohl kaum einstecken. Hä? Warte mal. Ich wollte mir doch dieses komische Werkzeug machen. Oder liegt der hier drin? Nee, auch nicht. Ich habe echt Amnesie. Den habe ich fallen lassen, ne? Aber wo habe ich den fallen lassen? Ach, ich habe das Ding da vorne entdeckt. Am Strand habe ich den abgelegt. Genau, jetzt weiß ich wieder. Genau, ich wollte mir das Ding hier mitnehmen. Genau, lass mal den Bauhammer mitnehmen. Die Säge auch mitnehmen. Dann nehmen wir... Wie viele Stöcke sind das, um eine Kiste zu machen? Ich weiß gar nicht mehr. Eine Kiste. Stimmt, den haben wir am Strand ja abgelegt. Wo ist denn nochmal Lager? Mit 5 und 2 langen Stöcken können wir uns eine große Kiste machen. Da machen wir uns nochmal eine große Kiste. Achso, den Bock hier wollte ich mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich den so abbauen kann. Kann ich den einfach abbauen? Ist er dann weg oder muss ich ihn nochmal neu aufbauen? Ah, sie werden folgende Gegenstände erhalten. Jo, dann... Sehr gut. Und den Rest habe ich einstecken, oder was? Jo. Und wenn ich das so ein Ding nochmal bauen möchte, kann ich das unten? Also kann ich mit Sicherheit, aber was... Hier gibt es Transportkarren! Oh! Durch was ist das dazu gekommen? Ein Baumstammkarren. Oh, geil. Cool.
Das ist ja nice. Okay, wo ist das, das Ding? Ja, ich muss nur den Baumstamm mitnehmen. Anscheinend kriegt man das komplette Material wieder. Schwierig. Zack. Zack. Ich gehe runter. Bewegen? Ich hätte es bewegen können. Den Karren wirst du brauchen. Okay, alles klar. Dann werden wir uns einen Karren bauen. Wo habe ich das denn hingelegt? Kurz mal ausruhen. Ah, schön hier, ne? So, jetzt weiter. Runtergefallen, Baumstamm auf den Kopf, tot, weg. Ach so, ich hätte das Ding einfach bewegen können. Okay, na gut. Dann war das ein bisschen umständlich, wie ich das jetzt gemacht habe. Da ist der Baumstamm, genau. Ich wollte mich hier dazwischen bauen. Okay, dann bauen wir uns jetzt erstmal den Hackklotz hier auf. Ich glaube, hier wollte ich es bauen ursprünglich. Hier so dazwischen. Da hätten wir die Palmen direkt dahinter. Da werden wir, glaube ich, auch einige, die ein oder andere von umfällen. Und die auf der anderen Seite. Warte mal, ich drop das Ding hier mal. Und wir gucken mal. Oh, hier ist schon ganz gut, oder? Ja, ich baue das jetzt hier auf erstmal provisorisch. Wenn wir das Ding bewegen können, ist das ja auch wirklich Wumpe. So. Hackklotz platzieren. Okay. Ach, es wird mit der Axt aufgebaut. Ja, ich habe die Obsidian-Axt hier repariert. Das ist praktisch. Sehr nice. So, dann wollten wir uns noch eine große Kiste aufbauen. Hier eine große Kiste platzieren. Machen wir direkt daneben. Oh, da fehlt uns ein kleiner Stock. Ihr legt nicht zufällig irgendwo ein kleiner... Na, wenn man nachschreit, ne? Ach, Spiel! Ach... Achso, den Gramm müsste ich ja wenn du mitnehmen, ne? Super. Ich freue mich. Achso, wir wollten ja die Ressourcen machen, aber dann teile ich jetzt erstmal das. Dann teile ich jetzt erstmal das Holz hier. Achso, Säge. Vielleicht hört es ja auf zu regnen in der Zeit. So, zwei Bretter haben wir drin. Dann holen wir noch mal ein bisschen Material von oben, ne? Ah, der Regensammler müsste vorlaufen. Auch eine perfekte Nummer, genau. So. Dann könnte ich aber hier noch eine Palme umhauen. Nehmen wir hier. Nutzen wir die Zeit, während es regnet. So. Bevor wir nachher den Baumstamm wieder suchen. So, jetzt gehe ich mal hoch zu der Bude und gucke mal, ob der Regensammler voll ist. Dann können wir nämlich unseren Kokosnussbehälter, den ich zwischendurch mal hergestellt hatte. Könnte ich mir das Wasser abschöpfen, dann kann er nämlich noch ein bisschen Wasser zusätzlich sammeln.
Oh ja, das sieht gut aus. Wie geht das? Nehmen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt einen Kokosnuss. Ah, nice. Okay, cool. Und das Ding regnet jetzt wieder voll. Im Zweifelsfall ja. Kann ich dann, warte mal, sollte man sich nicht vielleicht noch eine Kokosnuss machen? Wir haben aber, glaube ich, keine. Doch, wir haben noch eine. Perfekt. Kokosnuss, was war das andere? Seil oder sowas. Boah, der Regen ist ganz schön laut, wa? Mörser, den haben wir auch noch nicht gemacht. Nee, das ist der. Oh, den müssen wir auch noch machen. Guck mal. Das ist eine Aufgabe gewesen für einen Punkt. Bin ich blind? Wo war denn dieser? Ich bin blind. Kokosnussgefäß. Ja. Schwupp, ist der Regen vorbei. Zwei Wasser. Na gut. Besser als nichts, ne? Haben wir es lieber hier drin gesammelt, bevor es da draußen wieder wegdunstet. Goodie. Wie viel haben wir denn? Ist es schon wieder Nacht? Oh, es ist mitten in der Nacht. Ich kann nicht schlafen, weil ich pitch nass bin. Okay. Dann essen wir noch was. Was können wir denn noch essen? Essen haben wir gar nicht mehr so viel, fällt mir jetzt gerade mal auf. Der Rest ist alles anscheinend weggegammelt. Ja. Hier ist ja kaum noch Nahrung. Wir haben nur noch die Sachen und die eine das Ei können wir noch essen. Ja. Immerhin. Und dann essen wir hier noch ein paar Mupfeln. Ich glaube, das war ja auch nicht so uneffektiv, die Muscheln. Ach, Magus, Magenschmerzen. Na klar, wenn ich eine Muschel. Boah, wer isst denn auch. Boah. Ich hau mir auch eine Muschel rein von vorgestern oder was. Jetzt brauche ich wieder Kamilletee. Ich muss echt aufpassen mit meinem primitiven Kühlschrank hier. Einmal Zunder. Wo ist Zunder? Ich glaube, hier war noch Zunder drin, ne? Da. So, dann trocknen wir wenigstens auch schneller. Gut. Kamilletee. Ah, da brauche ich noch so ein Blatt. Wir haben das Schwein nicht komplett auseinandergenommen, ne? Und das andere einfach liegen lassen. So. Mit der Flotte Otto aufhört. Weißt du was? Wir braten uns hier einfach noch so ein Kamilletee. Weil die nächste Magenschmerzen kommen eh. Machen wir noch einen, komm. Was sollen wir mit den Kamilleblättern sonst anfangen? So. Skorpion haben wir ja nicht mehr. Was haben wir hier denn noch drin, was wir noch verarbeiten können? Wir können noch die roten Blüten verarbeiten. Jetzt habe ich es da reingelegt. Ich bin ja auch ein Dödel, da kommt das rein. So. So. Von den roten Blüten haben wir noch. War das auch irgendwie was? Hibiskus? Irgendwas war das doch. Ja. Das ist Krippe. Na gut, das hat man noch gar nicht. Wir stellen es einmal her. Nutzen wir jetzt die Zeit hier am Feuer und dann sind wir auch in der Zeit auch schon mal trocken. So, jetzt haben wir alle möglichen Medizin. Das ist gut. Verbrennungen haben wir noch, das haben wir noch. Entgiften haben wir noch. Die Blüte kommt hier wieder rein. Das Stöckchen kommt hier wieder rein. Gut. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Ne, wir schlafen jetzt erstmal. Wir müssen die Nacht nutzen. Okay, weil wir schlafen mal ein bisschen länger in den Tag hier hinein. So, damit die Energie da ist. Und ist bedeckt. Na ja, gut, zum Arbeiten ist das nicht schlecht.
So, wie sieht's aus mit dem Trockengestell? Ist abgeschlossen. Perfekt. Dann haben wir das zweite Leder haben wir durch fürs Boot. Das eine Leder ist schon unten. Dann brauchen wir 5 grüne Blätter. Das kriegen wir alles unten. Also kriegen wir von den Palmen unten, wenn wir 3 Seile. Und 6 Stückchen. Ein Seil, 2 und das machen wir mit grünen Palmwedelblättern, ne? Ah, Seil aus Häuten geht auch, okay. So. Okay, die Blätter haben wir unten, die haben wir unten. Das Leder haben wir unten. Die Palmwedel kriegen wir unten. Wir bräuchten noch Rinde. Da haben wir nicht mehr viel. Da haben wir hier 3. Die würde ich aber auch mal hier lassen. Und hier ist, glaube ich, nichts mehr drin. Mal, das hier kann ich trinken. Den Flüssigkeitshaushalt hier aufgefüllt im Spiel. Im Relove-Modus ist auch mal. So, wir brauchen noch Rinde. Von welchen Bäumen gab es Rinde? Sehen wir das hier überhaupt auf der Karte? Ich glaube nicht, ne? Es wird nicht alles dargestellt. Latonia. Ne, ich glaube, das wird nicht alles dargestellt. Gut, dann bringe ich jetzt erstmal den Kram da runter. Und dann gucken wir, was wir da sonst noch so brauchen. Na, Hühnchen? Dich kill ich nicht, da kriege ich maximal nur Fleisch. Super. Kriege ich maximal nur Fleisch raus. Warte mal, kann es sein, dass das diese Palmart ist? Ich guck mal ganz kurz, ob die uns Rinde gibt. Ne, die gibt auch normale Palmwedel. Dann wird es hier am Strand nicht sein. Dann muss ich eventuell nochmal in den Dschungel. So, das sind die Stöckchen. Das ist das Leder. Das sind die Seile. Also, wir brauchen noch 2 grüne Palmwedel und jede Menge Baumrinde. Das heißt, wir müssen in den Urwald. Okay, na dann. Ab in den Urwald. Da waren wir lange nicht mehr. Na, ist gut, beruhige dich. Bin schon weg. Wobei, du könntest mir gut schmecken. Ich habe eh gerade wenig zu essen da. Axt am Start, Messer ist am Start. Ja, wir haben alles dabei. Oh, Schmetterlinge. Wie viel Uhr haben wir denn? Na, mittags. Auch wenn es nicht so aussieht wegen der... wegen den Wolken davor. Da ist noch so ein Frettchen. Da vorne sind 2 grüne Palmen. Weißt du was? Da gehe ich jetzt mal ganz kurz ran und guck mal, ob ich eine Trinkkokosnuss noch rausgezogen kriege. Weil Wasser ist unser Problem. Ja, da sind auch Kokosnüsse dran. Das sieht gut aus. Perfekt. Dann haben wir für unterwegs haben wir ein bisschen haben wir noch die Kokosnuss geholt. Ach, was liegt denn hier? Ist ja geil. Hier liegt ja richtig Material in der Küste. Na, hier hätte man auch schöne Basis hinbauen können, ne? Wobei das natürlich von der alten Basis relativ weit entfernt ist und diese Umzugsarbeiten, die kann ich dann auch noch mit dem Karren machen. Ah, es klart auf. Schee. Was ist denn das hier eigentlich? Es wird bewacht von einem Frettchen. Das da oben ist.
Es wurde bewacht von einem Frettchen. Salbei. Okay, haben wir anscheinend schon mal rausgeholt. Ja doch, ich erinnere mich. So, Rindeschminde. Schon wieder. Mann! Blödes Stück, ey. Was ist denn das da vorne? Kleine Wutz, nee, die lasse ich. Ich guck mal hier vorne an den Bäumen. Die jagen hier überall durch. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Das sind normale Palmwedel. Wo kriege ich denn Rinde her? Hier kriege ich ein Brennmaterial her. Von dem alten Baum hier auf dem Boden? Hier gibt Stöckchen. Macht keinen Sinn. Du? Da ist Kamille, die können wir auch noch gebrauchen, wenn wir uns ständig den Magen verderben. Hier. Ich werde gejagt. Von was werde ich denn gejagt, bitte? Okay, wir brauchen mal 16 oder sowas, wa? Das war relativ viel Rinde, die wir brauchen. Alles nicht. Wie siehst du denn aus, Baum? Okay. Da oben wahrscheinlich noch. Was hat mich denn hier eben gejagt, bitte? Es sind auf jeden Fall die Bäume. Wir haben 15. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber warte mal, diese Pflanzen, die haben doch hier auch die glatten Blätter gegeben. Geh ab! Geh weg! Boah, du blödes Stück! Dafür packe ich dich ein. Haut er mir wieder in den Arm rein. Das ist wirklich... Okay. Du bist... Oh, Bananen könnte ich noch mitnehmen. Da hätte ich noch was zu essen. Yo, dann nehme ich hier die Backbananen mit. Waren noch die, oder? Waren es die anderen? Nee, geht. Gut, dann nehmen wir die auch noch mit. Okay, 36. Nehmen wir die Blätter noch mit oder nicht? Hier auf jeden Fall. Du kannst... Oh, was ist das? Ein halber Baumstamm. Interessant. Okay. Da. Okay. Ja, komm. Ich bin schon überladen. Von daher ziehe ich mich jetzt zurück. Das war doch ganz ordentlich, was wir jetzt schon rausgeholt haben. Ich würde sagen, wir gehen hier unten am Strand entlang. Ich tu dir nichts, Wutzi. Gibt genügend Alternativen. Ich habe mir gerade Bananen geholt. Alles gut. Achso, Palmwedel brauchen wir noch, ne? Ich weiß nicht, wie viel noch gefehlt haben, aber allzu viel waren es nicht. Was haben wir denn? 39,6. 40. Ja. Jetzt. Oh, Kokosnüsse liegen ja auch noch. Schön. Ja, dann machen wir jetzt aus dem Baumstamm, machen wir, würde ich sagen, dieses Bauwerkzeug.
mit dem wir uns eine eigene Basis bauen können. Jetzt, wir machen erstmal das Boot fertig, damit fangen wir an. Dann würde ich gerne noch gucken, ob wir das Dock machen können. Jetzt ist nur die Frage, da steht ja Dock optional. Nicht, dass wenn ich das Boot gebaut habe, die Quest dann beendet ist. Sondern hätte ich gesagt, dass wir anfangen, uns einen kleinen Dock zu bauen. Damit wir das mit abschließen. Das müsste auch ganz hübsch, wenn wir an unserer neuen Basis dann auch eine Anlegestelle haben. Würde ich mal sagen. Okay, die Regie sagt gerade, der Dock oder das Dock dient als Schnellreisepunkt. Das ist ja dann noch mehr ein Grund, sich so ein Ding zu bauen. Das machen wir. Dann freue ich mich bald auf die ersten Ausflüge in die Ferne. Mit dem Boot. Cool, das heißt, nächste Folge bauen wir uns schon das Boot zusammen, oder? Jetzt habe ich die Orientierung verloren ein bisschen. Da oben sind wir. Hä, wo habe ich das denn auf... War das doch noch eins weiter? Ne, Moment, da ist... Hä, bin ich dusselig? Wo habe ich denn mein Zeug hingepastelt? Ich glaube, es war doch weiter drüben, ne? Da geht die Sonne unter. Und kündigt das Ende dieser Folge an. Ach, wir waren doch mehr Richtung Meer. Genau, hier ist übrigens noch eine Fischerstelle, sehe ich gerade. Jetzt überlege ich gerade, ob es gegebenenfalls sinnvoll ist, in die Richtung der Fischstelle da zu bauen. Guck mal, wenn wir da nämlich direkt fischen könnten, können wir uns die Basis da hinten aufbauen. Ja, hier ist es, guck mal. Und da ist die Fisch. Na gut, ist nicht weit entfernt, da müssen wir jetzt nicht großartig umplanen. Guti. Ich glaube, das waren 5. Und waren das 15 von den Sachen? Crafting, gut. Genau, 5 von den grünen Blättern. 15 Rinde. Ich glaube, wir haben alles zusammen. Sehr gut. Gut, dann kommt jetzt das Frettchen auf den Grill. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wenn wir uns dann ein Bootchen basteln. Beziehungsweise machen doch erst den Anlegesteg. Wir fangen damit an. Weil, wie gesagt, sonst ist hier die Quest eventuell abgeschlossen. So machen wir das. Goody. Dann... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht.